nie einen Pass von sich und einen Abnehmer gefunden. Dritter Thomas Zichon Fußball-Gott-Geste. Zichon dirigiert seine Abwehr. Wild zeigt er hier hin und dorthin und schreit. Auch wenn wir 0-4 hinten liegen, ich hau mich total rein und wecke diese Schlafmützen, bringt er damit zum Ausdruck. Kommt auch sehr gut beim Publikum an. Der Thomas, der war ein Guter. Die anderen, die nicht so viel rumgeschrien und rumgezeigt haben, die haben das Spiel vermasselt. Und schließlich die vierte Thomas Zichon Fußball-Gott-Geste. Zichon scheucht seine Abwehr nach vorne. Mittels weit ausholender, schwingender Bewegung mit beiden Armen. Ja, so von unten raus, nicht nur so ein schwuler Albatros, sondern so. Aber das genau macht es doch zum. Also, Zichon scheucht seine Abwehr nach vorne. Mittels weit ausholender, schwingender Bewegung mit beiden Armen versucht er, seine Abwehrreihe nach vorne zu schieben und verdeutlicht damit, ich weiß, wo das gegnerische Tor steht und ich versuche alles, damit das auch die anderen Vollidioten kapieren. Danke, Viktor.